Tages, nicht nur des Internationalen Frauentages, sondern der Internationale Frauentag ist unmittelbar mit der Frauenbewegung überhaupt verknüpft. Und das ist also das Lied, was das wir heute noch kennen und immer noch singen. Das ist da entstanden, 1912, auch in den USA von den amerikanischen Frauen. So, und bis 1921 ist dann der Internationale Frauentag immer so an wechselnden Datumen zwischen Ende Februar bis Ende April gefeiert worden. Und erst auf Beschluss wieder von Initiativen von Clara Zetkin, diesmal auf der zweiten kommunistischen Internationale, wurde dann festgelegt, dass der Internationale Frauentag von da an auf den 8. März zu nehmen ist. Und der eben, ne, das Datum stand für die Interessen und den Kampf aller ausgebeuteten und unterdrückten Frauen. So, das heißt der proletarischen Frauen. So, aber es gab nicht nur uns. Wenn wir als Gewerkschaftsfrauen sehen uns ja ganz klar in der Tradition der proletarischen Frauenbewegung. Es gab auch die bürgerliche Frauenbewegung. Und die bürgerliche Frauenbewegung ist ganz klar natürlich erheblich älter wie die proletarische Frauenbewegung. Man redet das eigentlich das erste Mal von einer organisierten bürgerlichen Frauenbewegung im Jahr 1789. Klickert es bei euch, was das sein könnte? Das ist das Jahr der Französischen Revolution. Genau, da ist also die bürgerliche Frauenbewegung entstanden. Es war ja auch ganz klar, die proletarische gab es noch nicht. Es gab noch nicht das Proletariat, es war also der Kampf der Bürger gegen den Adel. Einführung des Wahlrechts, Bildungszugang, Zugang zu allen Berufen, Recht auf Ehescheidung und so weiter, dem konnten sich natürlich beide Frauenbewegungen anschließen, aber die Abschaffung der Privilegien der Kapitalisten zugunsten der damals stark verelenden Arbeiterklasse, dem wollten sie sich nicht anschließen. So. Und die Motive beider Frauenbewegungen waren natürlich auch sehr unterschiedlich. Also die einen wollten den Zugang zur Arbeit haben, damit meinten sie sicherlich nicht den Beruf der Spinnerin. Und sie wollten den Zugang zur Bildung haben, und zwar zu allen Bildungsbereichen. Den Zugang zur Bildung hatten sie, die lernten schön sticken, die hatten Musikunterricht, die lernten Sprachen, die lernten Kunstgeschichte, aber so, dass sie davon ihr Geld verdienen konnten, also dass sie vielleicht in Bereichen wie Medizin und Jura oder Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, das war ihnen verwehrt. Diesen Bereich wollten natürlich sich die bürgerlichen Frauen erschließen. Bei den anderen, bei den proletarischen, war es die bittere Not. Ihre Kinder starben an Unterernährung, Überforderung durch Kinderarbeit und natürlich litten Männer und Frauen gleichermaßen an diesen Arbeits- und Lebensbedingungen. Zu Beginn der Industrialisierung in Preußen starben in manchen Fabrikbezirken ca. 50% aller Kinder bis zum zweiten Lebensjahr. Und Clara Zetkin hat einmal diese Aussage, die Mutter, der natürliche Beruf der Frau, auseinandergenommen und hat gesagt, also wenn das auf jemanden zutrifft, dann ganz bestimmt nicht auf die proletarischen Frauen. Vielleicht gilt das, sie nannte das kleinbürgerliche Raritätenkabinett, aber auf keinen Fall für die proletarischen Frauen. Die wurden morgens durch den schrillen Schrei der Fabriksirenen von ihren Kindern weggeholt und dann sagt sie, und danach hatten die Kinder die grenzenlose Freiheit, sich umzubringen, aus dem Fenster zu fallen, ins Wasser zu fallen, sich zu verbrennen,
Die Kinder waren in der Tat unbeaufsichtigt. Und viele Kinder starben nicht an Krankheit oder Hunger, oder vielmehr, weil sie verhungerten. Sehr viele Kinder starben tatsächlich, weil sie nicht beaufsichtigt werden konnten von ihren Müttern. Sie waren sich allein überlassen, vielleicht zu einer Nachbarin nach Wohnung, vielleicht gab es ein älteres Geschwisterkind, aber ansonsten waren die unbeaufsichtigt. Am brutalsten allerdings, das muss man sagen, da war das einfach so, ich mache jetzt mal hier so ein Bild, das ist also diese sogenannte Idylle im bürgerlichen Haushalt. Wenn diese Frau arbeiten wollte, dann hatte die natürlich das Privileg, ihr seht im Hintergrund das Personal, dass die also ihre Kinder nicht beaufsichtigt hatte. Das Problem hatte die Frau nicht. Ja? Aber bei den, also das, die brutalen Auswirkungen einfach des Frühkapitalismus, die waren deutlich an der Kinderarbeit. In Preußen zu Beginn der Industrialisierung waren 10% aller Menschen, die in der Fabrik gearbeitet haben, Kinder. Es gab Bereiche, wo Kinder ab 3 Jahren arbeiteten. Ich selber habe Kinder, das ist für mich unvorstellbar. Ich habe extra das Buch mitgenommen, falls mir das einer nicht glaubt, wo ich das Haus entnommen habe. Also Kinder mit 3 Jahren, üblicherweise mit 9 Jahren. Und zwar die Arbeitszeit bei denen war ebenso lang in der Regel wie bei den Erwachsenen. Das heißt, teilweise bis zu 16 Stunden. Und die Frauen, das ist so die andere Seite der Berufstätigkeit der Kinderarbeit, und man kann tatsächlich sagen, dass die Frauen, die also die proletarischen Frauen, sich das nicht von sich aus in die Arbeitswelt strömen. Sie sind also gezwungen worden. Und sie waren von Anfang an in der Fabrikarbeit integriert. Während die bürgerlichen Frauen letztendlich selber diesen Weg da reinfinden. Nur mal so ein Bild. Diese Idylle hier, ne? Hier mit diesem Kinderküchenkirche, hat es eigentlich für die proletarischen Frauen nur in den 50er, 60er und vielleicht noch in den 70er Jahren gegeben. Ansonsten war das eine Realität. Stimmt nie mit der Realität. So, jetzt baut sich das wieder zu. Aber 1918, da erstritten sich beide Frauenbewegungen das Wahlrecht. Aber ihr wisst auch, der Hintergrund 1918, es gab insgesamt politische Umwälzungen. Aber ab 1918 Wahlrecht für Frauen, auch da muss man sehen, genauso wie die proletarische Frauenbewegung nicht homogen waren, war es auch die bürgerliche Frauenbewegung nicht. Also es gab da durchaus ganz starke Strömungen auch, dass man eigentlich nicht für alle Frauen das Wahlrecht braucht. Also da waren die bürgerlichen Frauen durchaus der Meinung, weil sie gebildet waren, konnten sie für die proletarischen Frauen viel besser mitreden, als die das selber für sich konnten. Genauso wie der Hausfrauenverein sich da in Berlin unglaublich hervorgetan hat. Denn es war ja so, dass zum Beispiel Dienstmädchen unglaublich abhängig waren, wenn die den Arbeitgeber wechseln wollten, dass die diese Referenzschreiben kriegten. Und das sollte eigentlich abgeschafft werden. Die Dienstmädchen, die haben sich eigentlich auch immer als Bestandteil der proletarischen Frauenbewegung gesehen. Und da hat dann der Hausfrauenmann gesagt, das geht aber nur gar nicht. Also dann sollen sie es wenigstens bei der Polizei hinterlegen, dass wir da also reingucken können, wenn wir wollen. Und gerade die Dienstmädchen waren ja auch sehr stark auf sexueller Gewalt der Hausherren und auch dessen Söhne ausgeliefert. So, das war also der Beginn der Industrialisierung mit diesen ganzen Auswirkungen, wo natürlich auch eine Frauenbewegung entstand. Ich komme jetzt mal so zu dieser Lage Anfang des 20. Jahrhunderts. Und zwar arbeiteten 1907 in Deutschland 4,4 Millionen Arbeiterinnen und Dienstmädchen, 11 bis 14 Stunden. Selten ein freier Sonntag, das bezieht sich jetzt natürlich vorwiegend auf die
Dienstmädchen. Heimarbeit ca. 16 bis 18 Stunden. Frauen holen 40-70% der Männerlöhne. Als normal galten damals 8 Personen in 2 Räumen, 5 Personen in einem Raum, galt als überfüllt. 1,2 Millionen Kinder waren unehelich. Das hatte damals auch noch eine ganz andere Dimension, weil damals gab es noch keine DNA-Analysen, dass man also auch den Vater hätte herauskriegen können. Es gab dann natürlich auch keine Unterstützung für diese Frauen. Schwangerschaft und Mutterschutzgesetze gab es gar nicht. Also die gingen bis zum Tag der Niederkunft, gingen sie arbeiten und gingen wieder hin, so schnell wie möglich nach der Geburt. Denn ihr wisst ja, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder auch bei der Geburt und so weiter, die kam erst sehr viel später. So. Und das zentrale Thema zwischen den Weltkriegen war der Schwangeren- und Mutterschutz. Also allein in der Wirtschaftskrise 1931 starben in Deutschland 44.000 Frauen an einer Abtreibung, und das sind die offiziellen Zahlen. Man weiß also nicht, was da noch an anderen Zahlen. So. Und die letzten Aufrufe waren natürlich vor dem Nationalsozialismus gegen den Krieg und nationalsozialistischen Terror für Sozialismus und Frieden. Der Nationalsozialismus, das wisst ihr, hat den Internationalen Frauentag verboten. Es wurde stattdessen der Muttertag eingeführt. Und da mussten die Frauen in der Tat auf ganz, ganz subtile Formen zurückgreifen, um an den 8. März zu denken. Es ist bekannt, dass zum Beispiel die Frauen im Wedding, dass die sich vorgenommen hatten, an dem Tag dürfen wir nicht mehr mit unseren roten Fahnen durch die Straße gehen, Versammlung, alles war verboten am 8. März. Wir machen an dem Tag unsere Betten. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wie die Inlets früher waren blutrot. Und sie zogen also ihre Betten ab und hingen dann dieses zum Lüften. Und das war hingen sie die roten Inlets aus dem Fenster und der Weddingsonne, die so rot ausgesehen haben, wie an diesem Tag. Da waren die Faschisten nicht drauf vorbereitet. Das war so eine Geschichte. Ne? Die konnte man mal machen. Das nächste Mal waren die darauf vorbereitet. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass der 8. März, auch den 8. März kann man nicht verschieben, der ist nun mal an diesem Datum. Und es wäre bei Weitem ungefährlicher gewesen, solche Geschichten zu machen am 3. März, am 20. April oder am 12. März. Es war der 8. März, der es so gefährlich gemacht hat. Und sogar in den KZs haben die Frauen an den 8. März gedacht. Hatten sich in roten Fetzen Papier, in roten Faden an die Anstaltskleidung oder an die Häftlingskleidung gemacht, um zu signalisieren, heute ist der 8. März, heute ist unser Tag, unser Frauenkampftag. Und auch das wäre bei weitem nicht so gefährlich, ja sogar lebensgefährlich teilweise gewesen, wenn es der 5. März oder der 12. März gewesen wäre. Also von daher ist das immer ganz wichtig, finde ich, an diesem Tag das zu machen. So, jetzt komme ich nach 1945. Da feierten Sozialdemokratinnen und Kommunisten den Frauentag getrennt. Es gab einmal die sogenannte sowjetisch besetzte Zone und dann Westdeutschland, klar. Und die Aufrufe der Sozialdemokratinnen waren, andere Hinweise habe ich nicht mehr gefunden. Boah, scheiße. Was ist das denn jetzt? Das kriege ich nicht wieder zurück. Also wenn ich einmal weiter bin, gehe ich weiter. Aber das muss ich jetzt wirklich ablesen. Ja, da.
Ja, genau. Also durch. Na, also jedes Jahr so ein anderer Slogan: durch Sozialismus zum Frieden, Frieden und Freiheit der internationalen Solidarität, durch soziale Gerechtigkeit. Das ist schon ein anderer Begriff. Ja, also muss man sich da wirklich mal auch darüber nachdenken. Die Gesundheit ist nicht unwichtig. Durch soziale Gerechtigkeit zum Weltfrieden, für Frieden und Freiheit, Ehrfurcht vor dem Leben, für eine glückliche Welt. Wir werden immer braver. Und dann 1960 verliert sich tatsächlich der Internationale. So, die letzten Aufrufe waren: glücklicher Leben in einer freien Welt und wir sind eine Familie. Anfang der 70er Jahre, die hing auch so mit dem Jahr der Frau und der Demokratischen Fraueninitiative, und das wurde dann ja gegründet. Anfang der 70er Jahre entstand dann eine Wiederbelebung, und 1979 wird auf dem 10. DGB Bundesfrauenkonferenz die Durchführung des Internationalen Frauentages beschlossen. Auch die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in der SPD fordert den Parteivorstand auf, den Internationalen Frauentag künftig durchzuführen. So, in den 80er Jahren war dann die Forderung, also der Frauenbewegung, auch sehr stark geprägt durch Frieden und Abrüstung. Das damals war die Atomraketen, die ganzen Demonstrationen, natürlich hat das auch im Internationalen Frauentag eine große Rolle gespielt, aber eben auch gerechter Lohn, immer wieder Recht auf Arbeit, die eigenständige wirtschaftliche und soziale Absicherung, menschengerechte Arbeitsbedingungen. Und 1986 treten dann 20 Frauenorganisationen für den Paragraphen 218. So, 1990 dann sind die Ost- und Westdeutschen Frauen wieder zusammen. Und ab jetzt ging es vorrangig um bereits erkämpfte Frauenrechte, also um den Abbau von Grundrechten, dass man so insgesamt immer durchleuchtet werden kann, gegen zunehmende Armut, die wieder gehäuft auftritt jetzt bei uns in der Entwicklung, einfach nimmt, die auch erschreckend ist. Wir haben heute auch wieder eine große Anzahl von Kinderarmut und auch gerade die alleinerziehenden Mütter von Armut ganz besonders betroffen, gegen die deutsche Kriegsbeteiligung im Ausland. Das hätte man sich nach 1945 so auch noch nicht vorstellen können. Das ist ja auch massiv wieder, hat das ja zugenommen, dass man überall mitmischen will, gegen den Abbau von Sozialleistungen, Hartz IV, kennt ihr auch alle, ne? Gegen die Zerstörung der Umwelt und gegen die Diskriminierung von nicht-heterosexuellen Lebensgemeinschaften. Und hinzu kam natürlich die Solidarität auch mit den ausländischen Kollegen, die ja auch unter ganz bestimmten, ja, besonders prekären Arbeitsverhältnissen hier in Deutschland leiden. So, ich glaube, das war's. Vielen Dank. Hatten. Seit dem 100. Internationalen Frauentag 2011 ist ein Logo entwickelt worden von den DGB-Frauen. Das ist ja, ne, nach dem Beschluss der DGB-Frauen, das erstmals hieß: heute für morgen Zeichen setzen. Das heißt, wir sind die Geschichte. Irgendwann wird über uns mal Geschichte geschrieben. Wir sind die aktive Bewegung, und dieses Motto ist im Grunde genommen seit dem 100. Internationalen Frauentag von den DGB-Frauen beibehalten worden, um ihre Arbeit im Grunde genommen, ja, den Themen, allen Themen öffnen zu können. Und wie gesagt, deswegen hatte ich zu Anfang gesagt, was unsere Arbeit im Moment hier ist. Andere Frauenorganisationen in anderen Städten nehmen sich dann auch immer den regionalen und örtlichen Themen an. Aber das Motto seit dem 100. ist
heute für morgen Zeichen setzen. Und wir sind diejenigen, die Aktionen machen und die Geschichte schreiben und über die dann irgendwann geschrieben wird. So, ja, ich denke, der Kanzler. Einige Erinnerungen geweckt, einige Anstöße gegeben, sodass wir mit diesem Input jetzt zum Teil übergehen. Wo